Herzlich willkommen beim Network Marketing Unternehmer, dem exklusiven Podcast für erfolgreiche Networker, Vertriebler und Visionäre. Das Recruiteer präsentiert dir die besten Tipps, Tricks und Techniken erfolgreicher Networker. Wir zeigen dir, wie du immer und überall mit Spaß und Niveau neue Geschäftspartner für dein Network oder Empfehlungsmarketing gewinnen kannst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge vom Network Marketing Unternehmer. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, ich möchte mich heute einer ganz spannenden Frage widmen. Und zwar ist die Frage, was ist eigentlich Mission-Driven? Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja Mensch, ist halt wieder Englisch, der ein oder andere wird es gar nicht verstehen. Auch ich habe Russisch gehabt in der Schule, aber mittlerweile bin ich des Englischen tatsächlich auch mächtig in der freien Übersetzung getrieben von einer Mission. Und warum ich das Thema heute nochmal aufarbeite, weil ich das schon in einer vorangegangenen Podcast-Folge mit dem Dennis Gomkütü kurz besprochen habe. Und ich sag mal, in seinem Movement ist ja mehr oder weniger ein Wert oder ein Slogan oder eine Headline Mission-Driven. Und mittlerweile taucht also dieses Wort immer öfter auf. Wir haben ja auch immer mehr Anglizismen da, wenn man im Internet guckt und im Social Media Bereich. Mission driven, du musst mission driven sein. Und deswegen habe ich mir einfach mal gesagt, okay, das werde ich mal richtig auseinanderklamüsern, das werde ich mal richtig beleuchten von allen Seiten, was denn das eigentlich bedeutet. Ja, und anfangen möchte ich im Prinzip mit einer kleinen Geschichte, die ist mittlerweile ungefähr 20 Jahre her, das war nämlich der Zeitpunkt, knapp 20 Jahre her, wo ich im Vertrieb gestartet bin. Bei mir ging es damals um das Thema Finanzdienstleistung. Ich habe Vorsorgeprodukte verkauft und durfte halt mit einer schwarzen Mappe unterm Arm bewaffnet sozusagen meine Freunde, Bekannte, Verwandten beraten zum Thema Zukunft, Rente. Und wenn die Beratung gut lief, dann logischerweise auch ein Produkt zeichnen. Und das, was sich jetzt so einfach anhört, das war es natürlich am Anfang nicht. Und ich kann mich noch gut an die ersten 3-4 Wochen erinnern. Muss euch sagen, in der ersten Woche habe ich tatsächlich 14 Beratungsgespräche geführt. Und ich habe halt beraten. Ich konnte noch nicht verkaufen. Und insofern waren diese Beratungsgespräche auch nicht von sonderlichem Erfolg gekrönt. Und könnt euch vorstellen, wenn man 14 Gespräche in einer Woche führt ohne Erfolg, da ist mir schon ein bisschen down, weil mir wurde gesagt, hey, jeder braucht's, Produkt ist top, sowieso unschlagbar und jeder will's und jetzt wollte es natürlich niemand. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr, sehr demotiviert war und das habe ich damals auch meinem Coach, meinem Sponsor mitgeteilt. Und das war sowieso ein Mensch, der immer ein offenes Ohr hatte, das hat er heute noch und er war mehr oder weniger für mich, das muss ich sagen, rückblickend betrachtet, auch immer so ein bisschen Seelsorger, immer wenn wir dann abends telefoniert haben, dann habe ich ihm erklärt, was nicht funktioniert hat. Ja, und es ging 2 Wochen, es ging 3 Wochen, es ging 4 Wochen so dahin und immer habe ich ihm am Abend erzählt, was gerade so meine Tagesbefindlichkeiten waren. Ja, heute ist ein Termin ausgefallen, gestern ist auch einer ausgefallen, der hat vorher nicht mehr Bescheid gesagt. Vorgestern hatte ich jemanden, der wollte eigentlich, hat sich's im Nachhinein aber nochmal anders überlegt. Dann hatte ich tatsächlich eine Unterschrift unter einem Vertrag erhalten von einem Bekannten und dieser Bekannte hat dann tatsächlich einen Widerruf geschrieben, da war ich natürlich auch sehr enttäuscht, wie ihr euch vorstellen könnt. Und so ging es dahin, Tag ein, Tag aus, dass ich am Abend mehr oder weniger immer, ich will nicht sagen Negatives berichtet habe, aber tendenziell eher so die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und ich war mehr oder weniger so in so einem Wimmermodus. Heute lachen wir drüber, wenn wir uns unterhalten. Ich sage immer zu ihm, du müsstest heute doch Schmerzensgeld kriegen für diese Dinge, die ich dir damals erzählt habe. Ich sage mal dafür, dass ich dir so das Ohr abgekaut habe. Und er sagt immer, ja, ich sag ja, langfristig hat sich's ja gelohnt und ja, wir freuen uns dann immer drüber. Aber damals war das natürlich nicht so schön.
Und ich kann mich noch ganz gut erinnern an einen Abend, wo wir wieder mal unser Standardtelefonat hatten und ich anfangen wollte, meinem Coach mitzuteilen, was nicht funktioniert hat. Und das war wieder ein ganz, ganz schlimmer Tag, weil ich hatte auch wieder kritische Leute getroffen und Leute, die was gehört hatten und Leute, die es besser wussten. Und gerade für diejenigen von euch, die so am Anfang stehen, ihr wisst ja, das ist einfach, das ist nicht schön. Und während ich ihm das so alles erzählt habe, unterbricht er mich und sagt, sag mal, pass mal auf, Tobi, weißt du was, ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide, du und ich, jetzt langsam mal auf das nächste Level aufsteigen. Und dann sage ich, ja, was ist denn das nächste Level? Sagt er, das nächste Level ist im Prinzip das, dass wir, insbesondere du, dir mal wirklich bewusst wirst, um was es hier eigentlich geht, was du hier eigentlich tust. Dann sagt er, weißt du das eigentlich? Und dann sage ich, ja, um was soll es gehen? Sage ich, ich muss meine Versicherungspolicen verkaufen, ich brauche meine Punkte, ich will Euro verdienen, wir verkaufen Versicherungsprodukte. Und dann sagt er, Tobi, und genau das ist der springende Punkt, weil genau das tust du nämlich nicht. Ja, sage ich, aber was mache ich denn da den ganzen Tag draußen? Ich mache Beratung und wenn das jemand gut findet, dann kauft er mein Produkt. Und wenn er es kauft, kriege ich Punkte, Einheiten und dafür kriege ich Geld. Sagt er, und das ist genau dein Problem. Sagt er, Tobi, wir verkaufen doch hier keine Versicherung. Sagt er, wir verkaufen doch hier keine Versicherung. Da sage ich, ja, was machen wir denn dann? Sagt der Tobi, mit jedem Gespräch, was wir hier führen, sagt er, mit jedem Gespräch, egal ob da jemand kauft oder nicht, ob er das gut findet oder nicht, mit jedem Gespräch entlasten wir diesen Staat von einer Verantwortung, die er seinen Bürgern gegenüber in 20, 30 Jahren überhaupt nicht mehr übernehmen kann. Weil wir leisten Aufklärungsarbeit. Wir sorgen dafür, dass die Menschen später mal was zu essen in ihrem Kühlschrank haben. Sagt der Junge, wir haben hier einen sozialpolitischen Auftrag zu erfüllen. Leute wie wir, denen gehört das Bundesverdienstkreuz verliehen. Verstehst du das eigentlich, um was es hier geht? Ob hier einer kauft oder nicht, das ist egal. Wichtig ist, du gibst deine Informationen rüber, klärst die Leute auf und was sie aus deiner Information machen, das ist doch deren Sache. Sagt der Tobi, du musst lernen, mal das große Ganze zu sehen, weil sonst wirst du immer nur in deinen Tagesbefindlichkeiten ersticken. So, und von denen, die jetzt zuhören, vielleicht erkennt sich gerade der eine oder andere in einer ähnlichen Situation, wie ich es damals war. Ich habe immer nur mein Tagesgeschäft gesehen, dass ich einen Termin hatte und ob einer abgesagt hat, ob einer gut fand oder nicht. Und ich habe aber das große Ganze nicht überblickt. Und mein Coach, haltet euch fest, er hört mal, was der damals gesagt hat, sagt er, wir haben hier einen sozialpolitischen Auftrag zu erfüllen. Sagt er, wir haben einen Beratungsauftrag, wir entlasten diesen Staat von einer Verantwortung, die er seinen Bürgern gegenüber in 20 bis 30 Jahren nicht mehr übernehmen kann oder erfüllen kann. Wir sorgen dafür, dass die Leute in der Rente zu essen im Kühlschrank haben und dass sie dem Staat nicht auf der Tasche hängen, indem wir sie zum eigenmotivierten Sparen und vorsorglichen Finanz- oder Vermögensaufbau motivieren. Und ich habe damals gesagt, okay, alles klar. Es war damals überhaupt nichts klar, weil das war natürlich erstmal diese Aussage und was der tiefere Sinn, den habe ich damals noch nicht verstanden, aber das, was er damals kommuniziert hat, sicherlich noch nicht auf Englisch, das war aber die Mission, auf der wir uns befunden haben. Und das Einzige, was damals mein Antrieb war, das war mein persönliches Warum. Es heißt ja im Network Marketing immer, du brauchst ein Warum, du brauchst Ziele. Na klar hatte ich ein Vision Board und na klar hatten wir einen Tag gemacht, wo wir meine Ziele runtergerechnet hatten in Aktivitäten. Ich wusste, was ich in 3, 4, 5 Jahren an Aktivitäten ableisten musste, um meine Ziele auch zu erreichen. Na klar, aber das war Schall und Rauch, das waren Zahlen auf dem Papier. Natürlich konnte ich auch noch nicht so richtig an dieses Ziel glauben, aber das hatten wir gemacht. Nur aus meiner heutigen Sicht ist es viel, viel wichtiger oder auf alle Fälle noch eine Ergänzung, den Leuten auch klar zu machen,
sich selber natürlich als erstes mal und dann natürlich auch sein Team und Geschäftspartnern, auf welcher Mission man sich hier eigentlich befindet. Weil wenn die Leute nichts haben, was größer ist als sie selber, und das hatte ich damals nicht, oder zumindest war es mir nicht bewusst, dann ersticken sie in Tagesbefindlichkeiten. Ja, mein Coach hat damals gesagt, hey, was juckt eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau dran schabt? Sagt der Tobi, es geht doch hier nicht ums Tagesgeschäft. Wir sind hier auf einer Reise, wir haben eine Mission zu erfüllen. Und das ist genau das, was du für dich erkennen und hinkriegen musst. Auf welcher Reise bist du denn? Was für eine Mission hast du denn zu erfüllen? Und was noch viel wichtiger ist, schaffst du es, diese deine Geschäftspartner, die du hast, mit auf diese Mission mitzunehmen, auf diese Reise mitzunehmen. Weil wenn du das nämlich nicht schaffst, auch als Führungskraft, dann werden dir Geschäftspartner jeden Tag immer die Dinge erzählen, ich wiederhole das zum vierten Mal, Tagesbefindlichkeiten, irgendwelchen Sims, irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Nichtigkeiten, die für die große Vision vollkommen irrelevant ist. Was ist nämlich irrelevant, ob heute einer kauft oder nicht? Relevant für deine große Mission als Networker ist es ja nur, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie viele Leute bist du in der Lage zu beraten, zu informieren über deine geschäftlichen Möglichkeiten, über deinen Produktnutzen oder was auch immer? Und wirst du es dein Leben lang alleine tun oder wirst du Arbeitskraft vervielfältigen und das vielleicht mit 100, mit 1000 oder mit 10.000 Partnern, vielleicht sogar mit 100.000 Partnern in deiner Organisation in Zukunft tun? Weil wenn du mit 100.000 Leuten diesem Beratungsauftrag nachkommst, Menschen darüber zu informieren, was in Zukunft in diesem Staat auf sie zukommt, wenn sie selber nicht agieren und sich drum kümmern um ihre Zukunft, dann hast du ja viel größeren Hebel, als wenn du das nur alleine machst. Das ist mission-driven. Wenn du dir diese Mission bewusst bist, dann bist du mission-driven. Du bist getrieben von einer Vision oder von einer Mission, auf der du dich befindest. Und wenn dann deine persönlichen Ziele noch dazukommen, wenn die, ich sag mal jetzt, stark genug sind, dass sie dich auch in eine gewisse Richtung ziehen, dann wirst du natürlich auch die Kraft haben, die es braucht, einfach im Tagesgeschäft die Dinge zu tun, die es auch zu tun gibt. Und ich habe mir jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht, für den einen oder anderen, der sich jetzt fragt, auf welcher Mission bin ich denn? Ja klar, das kannst du natürlich nur selber rausfinden. Das kann man in einem Brainstorming machen, in einem Teammeeting. Da kann man sich auch gerne mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber ich habe mir ein paar Dinge mal einfallen lassen, um da jedem von euch auch so ein bisschen Inspiration oder was an die Hand zu geben. Grundsätzlich muss man sagen, wenn es ums Geschäftsmodell geht, befindet ihr euch übrigens alle auf dieser Mission, auf der wir uns damals befunden haben. Natürlich haben wir es über den Produktbereich gelöst, dass wir Leute animiert haben zu sparen, dass sie später mal zusätzlich Geld haben. Nur jeder Networker, jeder Empfehlungsmarketer und jeder Vertriebler löst das Thema, was wir damals über den Produktbereich gelöst haben, ja mit seiner Geschäftsidee. Auch ihr entlastet den Staat von einer Verantwortung, die er in 20 bis 30 Jahren seinen Bürgern gegenüber nicht mehr übernehmen kann. Nicht, dass ihr Leute animiert, etwas zu sparen. Nein, fast jeder oder jeder von euch animiert ja Menschen draußen, sich vielleicht nebenberuflich ein zweites Standbein aufzubauen, einen Zusatzverdienst aufzubauen. Oder, und jetzt hört genau zu, vielleicht ein zweites, alternatives, von Staat, wirtschaftlicher Entwicklung und von demografischer Entwicklung unabhängiges Rentenkonto. Also wenn dich heute jemand fragt als Networker, was machst du denn? Dann sagst du, ich bin Networker, ich helfe Menschen, jeden Menschen, wenn er es will, ein zweites von Demografie, Staat und wirtschaftlicher Entwicklung unabhängiges Rentenkonto aufzubauen. Das ist eine Mission, auf der du bist, und das ist vollkommen unabhängig, ob deine Produkte Nahrungsergänzung sind, Finanzdienstleistungen, Schmuck, Kosmetik, virtuelle Dienstleistungen oder was auch immer es gibt. Merkt ihr das, wie geil das eigentlich ist, wie cool das ist? So, wenn du jetzt sagst, ich hätte gern so ein bisschen eine produktbezogene Mission, auf die ich mich da begebe oder eine Reise. Natürlich, wenn du heute Produkte anbietest, dann bist du vergleichbar. Und auch wenn du denkst, dass deine Produkte die besten sind, das muss ich dir leider da den Zahn ziehen.
Produkte sind heutzutage fast alle auf sehr ähnlich hohem Niveau gut. Und wenn du dein Produkt letzten Endes zusätzlich zum Produktnutzen nicht noch eine Mission zusätzlich verleihst, dann wird es schwierig. Wenn du heute zum Beispiel im Nahrungsergänzungs- oder im Gewichtsmanagementbereich tätig bist, dann könntest du zum Beispiel sagen, wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die Rate der Volks- und Zivilisationskrankheiten in den nächsten 10 Jahren um 30% gesenkt wird. Merkt ihr, das ist jetzt ein bisschen eine hemdsärmliche Formulierung, weil ich mir das habe gerade einfallen lassen. Aber das wäre eine Mission. Und es ist vollkommen unabhängig, ob du einen Shake verkaufst, ob du Pillen empfiehlst, ob du ein Pulver anmischst oder einen Drink hast. Wenn deine Mission ist, die Rate der großen Volks- und Zivilisationserkrankungen in den nächsten 10 Jahren um 30% zu senken, ja, dann hast du mal was zu tun. Das ist eine Sache, die größer ist, als heute einen Vertrag zu schreiben, wo jemand eine Bestellung über eine Nahrungsergänzung macht. Ja? Oder du könntest zum Beispiel auch sagen, Mensch, im Durchschnitt verhelfen wir jedem Menschen in Zukunft zu einer Minimum 10%igen Gewichtsreduktion und steigern dadurch signifikant Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Das ist auch eine Mission, auf der du bist. Das ist Mission-driven. Oder wenn dein Thema Sachwertanlagen sind, dann könntest du sagen, unser Ziel ist es, jedem Menschen in Zukunft dazu zu verhelfen, mindestens 30% seines Vermögens in inflations- und krisensicheren Sachwerten aufzubauen. Das ist eine Mission. Hier geht es nicht mehr ums Produkt, ob der Sachwert dann eine Immobilie ist, Gold, Acker, Landwirtschaft oder ein eigener Wald. Dann bist du mission-driven. Wenn dein Thema Kosmetik und Beauty ist, dann könntest du auch sagen, unser Ziel ist es, das visuelle Alter aller Menschen, insbesondere der Frauen über 35, im Schnitt um 5 bis 10 Jahre zu senken. Das ist eine Mission. Wenn mich einer fragen würde, ich würde sagen, meine Mission ist es, dass jede Frau über 40 in Zukunft das gute Gefühl genießen kann, dass sie für mindestens 30 gehalten wird. Merkt ihr das? Das sind jetzt mal so meine emotionalen Formulierungen oder mein Wording, aber das ist eine Mission, das ist Mission-driven. So, und wenn du einfach auch nochmal im Bereich des Network-Marketings bleibst, dann könnte man auch sagen, wir bieten alternative Lebens- und Einkommenskonzepte, deren Ziel es ist, die 3 wichtigsten Bereiche im Leben, nämlich Gesundheit, Geld und gute soziale Kontakte, in Einklang zu bringen. Das ist auch eine Mission. Und da spielen Produktdetails, was da genau drin ist und wie es wirkt, sehr wohl schon noch eine Rolle. Das steht aber nicht mehr im Vordergrund, sondern das ist sekundär. Also, überzeuge dich selber, rekrutiere dich selber für deine Mission, finde sie. Und wenn du sie gefunden hast, dann hast du natürlich viel mehr Kraft auch deinen Partnern gegenüber, weil du ihnen etwas geben kannst, was größer ist als sie selbst. Menschen brauchen immer etwas, was größer ist als sie selbst. Dann verlieren sie sich nicht so sehr in diesen Tagesproblemchen, Befindlichkeiten oder in diesen Unpässlichkeiten, die ja doch alle irgendwie lösen müssen. Und ich möchte an der Stelle da auch noch die Gelegenheit nutzen, weil es wirklich sehr, sehr gut dazu passt, eine kleine Inspiration oder Empfehlung auszusprechen. Und zwar gibt es einen Blog, einen amerikanischen Blog, der heißt TED Talk. Ich glaube, von diesem TED Talk gibt es auch einen Podcast, habe ich gesehen. Und vor kurzem habe ich dort einen Vortrag von einem Ami, ich glaube, es ist ein Amerikaner, gehört, der heißt Simon Sinek. Und dieser Simon Sinek hat einen Vortrag dort gehalten, der heißt Start with Why, also starte mit dem Warum. Und da gibt es auch ein Buch drüber. Das ist, glaube ich, aktuell nur englischsprachig, aber es lohnt sich, dieses Buch mal zu lesen oder zumindest mal sich diesen Vortrag reinzuziehen. Und dieses Start with Why ist im Prinzip eine ganz, ganz tolle Geschichte. Als ich das gehört habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was die meisten im Vertrieb, Verkauf und im Network Marketing da draußen falsch machen. Sie sagen nämlich den Leuten, wenn sie etwas anbieten oder offerieren, nämlich was sie haben. Schau mal, hier ist mein Produkt, schau mal, da ist meine Geschäftsidee. Und da sind wir wieder so im Bereich der rationellen Sachen, der Zahlen, Daten, Fakten. Das ist zwar alles richtig, aber man berührt relativ selten oder wenig die Menschen mit den Zahlen, Daten, Fakten. Das sind ja doch immer noch die Emotionen.
Nur wer sich jetzt fragt, ja, wie kann ich denn emotional sein? Weil das ist ja das, was draußen wieder niemand so richtig erklärt. Der wird Simon Sinek richtig cool finden. Und ich werde ihn da jetzt versuchen mal zu zitieren und da mal auch sein Beispiel hier für euch noch ein bisschen aufzuarbeiten. Und dieser Simon Sinek erklärt das am Beispiel von Apple. Start with why bedeutet immer, wenn du mit Leuten kommunizierst, dann solltest du niemals sagen, was du hast und wie du es machst. Das solltest du schon tun, aber du solltest es nicht in den Vordergrund stellen, sondern du solltest anfangen mit dem Why, also warum du etwas machst. Das heißt, da sind wir schon wieder so ein bisschen im Bereich des Storytelling, das ist aus meiner Sicht die hohe Schule des Verkaufens, aber wenn man hier diese drei Punkte vom Simon Sinek beachtet, dann ist dieses Storytelling unterm Strich ganz, ganz einfach und für jedermann umsetzbar. Und dann sind wir auch gleich wieder bei dem Thema Mission Driven. Also mein Coach hat mir damals auch erklärt, warum wir das machen. Ja, weil wir dafür sorgen, dass die Leute was zu essen im Kühlschrank haben. Weil wir dafür sorgen, dass die Leute ein zweites Rentenkonto aufbauen. Weil wir dafür sorgen, dass die Leute um 30% weniger Volkserkrankungen leiden. Weil wir dafür sorgen, dass die Leute 10% weniger wiegen. Weil wir dafür sorgen, dass die Leute im Schnitt 10 Jahre jünger aussehen. Was auch immer. Bitte übertrag das auf dein persönliches Beispiel. So, und Simon Sinek erklärt das dort am Beispiel von Apple. Und erklärt es am Beispiel von Computern. Wenn du heute Computerhersteller bist, zumindest sagt er so, dann gehen die meisten Computer- oder Laptop-Hersteller so her, dass sie sagen, hallo, Welt da draußen, wir haben die besten Laptops mit dem größten Speicher, mit dem coolsten Bildschirm und mit der coolsten Symbiose von Hardware und Software, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Bitte kauft alle Laptops. Was passiert? Richtig, niemand kauft Laptops oder zumindest relativ wenige, weil es unterm Strich relativ wenig interessiert. Und dann bringt er aber das Beispiel von Apple und erklärt dort sehr, sehr genau, was Apple macht. Apple startet nämlich mit dem Why. Und dieses Mission Statement, also Apple ist ja auch Mission Driven, also getrieben von einer Mission, lautet folgendermaßen, Apple sagt, bei allem, was wir tun, glauben wir daran, dass man den aktuellen Status quo in Frage stellen kann. Das ist das Why, also warum sie etwas machen. Sie glauben daran, dass man jeden aktuellen Status quo, egal was es ist, immer wieder in Frage stellen kann. Und deswegen, gleich auch als Inspiration für euch, stellt doch mal euren aktuellen Status quo in Frage. Weil wenn man das nicht täglich macht, dann wird man stagnieren. Punkt Nummer 2. Der Weg, auf dem wir das tun, ist der, dass wir unsere Produkte einfach schön und begehrlich machen. Also er kommt oder Apple kommt vom Warum sie etwas machen über das Wie. Also sie tun das auf dem Weg, dass sie einfach schöne Produkte kreieren. Und Punkt Nummer 3. Wir sind der Meinung, dass wir einfach großartige Computer bauen, möchten sie einen kaufen. Bitte entschuldigt jetzt einfach mal meine freie Übersetzung, aber so in der Richtung läuft es. Das ist dieses Mission Statement, das ist der Claim, den ihr auch auf jeder Seite da von Apple findet. Bei allem, was wir tun, glauben wir daran. Der Weg, auf dem wir tun, ist das. Wir sind der Meinung, dass wir einfach großartige Computer bauen. Also die holen die Leute im Prinzip ab. Menschen kaufen nämlich nicht das, was du tust, sondern warum du etwas tust. Oder tendenziell öfter oder eher. Und deswegen ist die Frage, wie kannst du das jetzt formulieren? Schau dir mal auch bei uns, beim Rekrutier, wir haben ja, wer uns schon ein bisschen länger kennt, wir haben ja auch dieses Mission Statement. Unser Mission Statement ist, wir sind der festen Überzeugung, dass es zum Grundrepertoire eines jeden Networkers gehören sollte, immer und überall mit Spaß und Niveau neue Kontakte für sein Geschäft zu machen. Der Weg, auf dem wir das tun, ist der Weg des Direktkontakts, nämlich in der Öffentlichkeit Menschen auf stil- und niveauvolle Art und Weise anzusprechen, dass es am Ende des Gespräches zum Austausch der Kontaktdaten kommt. Schaut mal,
Das ist unser Mission Statement, mit dem wir gestartet sind. Dass da natürlich in den letzten 8 Jahren noch wesentlich mehr draus geworden ist, dass wir heute dafür stehen, qualitativ hochwertige Ausbildung anzubieten, Schulung, dass wir Konzepte im Offline-Offline-Bereich haben, dass wir mit uns über alle Vertriebs- und Network-relevanten Themen sprechen kann, die es überhaupt gibt. Das ist jetzt eine Tatsache und eine Entwicklung aus den letzten 8 Jahren. Aber dieses Mission Statement, wer heute auf unsere Seite geht, www.rekrutier.de, der wird diesen Claim noch als allererstes ganz oben finden. Ja, das ist unser Mission Statement. Wir hätten ja jetzt auch sagen können, kauft unser Buch zum Thema Direktkontakte oder macht bei uns ein Direktkontakt-Coaching oder kommt zu uns auf unser Direktkontakt-Seminar. Natürlich tun wir das auch, aber wir holen die Leute ab, indem wir unser Mission Statement kommunizieren. Auch wir sind Mission Driven. So, und im Prinzip ist für euch jetzt nichts anderes zu tun, als sich wirklich mal hinzusetzen, sich Gedanken zu machen und dieses Mission Statement mal auszuarbeiten. Weil es ist nämlich immer so, dass man irgendwo was hört, dass man das auch wirklich cool findet. Und ich weiß, der ein oder andere wird das cool finden, was er jetzt heute hier gehört hat. Nur eine Stunde später ist das wieder weg. Also nehmt euch das auf die Agenda und arbeitet da euer Mission Statement mal richtig raus. Und wenn ihr das schafft, vielleicht auch in ein bestehendes oder vielleicht aktuell auch in ein stagniertes Team zu implementieren oder zu installieren, ein neues Mission Statement, wenn du den Leuten etwas gibst, wofür es sich lohnt zu rennen, woran sie glauben können, womit sie sich identifizieren, dann ist das letzten Endes die Grundlage, dass es da durchaus eine Initialzündung gibt, dass es richtig, richtig knallt. Im positiven Sinne, dass Teamwachstum da ist, dass Umsatz da ist, dass neue Kunden, dass neue Partner gewonnen werden, dass Stimmung vor allen Dingen da ist, weil das ist ja letzten Endes das, was wir brauchen und das, was wir auch wollen. In diesem Sinne, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Nehmt euch meine eigene Story, ja, nehmt euch die Beispiele, diese Pitches oder diese Mission Statements, die ich da hergenommen habe. Jedes dieser Beispiele könnt ihr ganz leicht umformulieren auf euer Produktportfolio, auf eure Dienstleistung, auf eure Company. Und wem jetzt diese Ausführungen hier noch nicht gereicht haben vom Simon Sinek, der zieht sich einfach mal, googelt mal TED Talk Simon Sinek, dann kommt der Junge, grenzgenialer Vortrag, 20 Minuten und werden euch definitiv dabei helfen, in Zukunft nicht nur anzubieten, was ihr habt und wie ihr es macht, sondern in Zukunft immer, wenn ihr mit jemandem redet, ob das ein persönliches Gespräch ist, eine Präsentation im Internet, ein Webinar, was ihr haltet oder ein Offline-Vortrag, was ihr immer, startet das immer erst mit dem Why. Also eure Geschichte, eure Mission, auf der ihr seid. Und ihr werdet die Leute ganz, ganz charmant abholen und sie werden euch scharenweise folgen. Das ist ein Versprechen von meiner Seite. Vielen Dank für diese spannende Folge und dass du dabei warst. Sei gespannt auf die nächsten faszinierenden Vertriebsgeschichten und spannenden Interviews mit den weltbesten Networkern. Falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt diesen Podcast, um garantiert keine Folge zu verpassen. Wir garantieren dir hier die besten Sponsortipps und Rekrutierungstechniken, die wir auf dem Markt finden können. Sei dabei und werde auch du zum größten Networker mit der größten Downline aller Zeiten.